So, ihr Lieben, wie angekündigt, hier das Special. Und jetzt lassen wir gleich mal die Bombe platzen. Also, bis gleich. Ja, wie ihr seht und wie ich schon im letzten Video angekündigt habe, hat sich bei uns einiges getan. Ich sitze im Wohnwagen. Und letztes Jahr um diese Zeit hatte ich ja auch irgendwie ein Video gedreht, wo ich geschrieben habe, bleiben wir Camper oder hören wir auf? Natürlich bleiben wir Camper. Es geht weiter mit uns. Ich sitze im Wohnwagen und zwar sind wir jetzt Dauercamper tatsächlich. Nicht in Kleinwarps, wo ich auch gerne gewesen wäre, aber hier ist es auch wunderschön. Wir sind in Karlsminde geblieben. Ja, das war... die Ereignisse haben sich überschlagen. Wir waren ja über Ostern sowieso schon hier. Also wir haben immer noch Osterferien. Das ist das letzte Osterferienwochenende gerade. Und ja, wir haben Ostersamstag mit unseren Freunden hier zusammengesessen. Und ich bin ja vorher schon mal hier über den Platz gegangen. Und dann sagten unsere Freunde, ja, der Platz da oben, der ist so frei. Ich sage, oh, der ist aber schön. Genau, und dann habe ich mir den angeguckt. Er war natürlich etwas, ist immer noch etwas heruntergekommen, weil hier waren Dauercamper, die standen hier schon 20 Jahre oder so, keine Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm, ist alles gut. Und da habe ich gesagt, ist doch eigentlich, der ist so ganz gut. Und dann haben wir gedacht, so ja, und dann gequatscht und hin und her. Und mach das mal, und das ist witzig hier, und das ist schön im Sommer und so. Ja, haben uns den angeguckt und dann sind wir zur Rezeption am nächsten Tag, also Ostersonntag. Haben gesagt, wie sieht das aus? Ist der Platz noch frei oder ist der schon vergeben? Nö, der ist noch frei. Ich sage, ja, wir haben Interesse. Und dann haben wir den erstmal reserviert. Ja, Ostermontag, nee. Ostersonntag abends kam mein Schulfreund, der hier direkt unterhalb von uns steht, kam vorbei und sagte so, ja, meine Stiefschwester hat auch Interesse an dem Platz. Ich sag, oh. Ich sag, ja, das ist ja natürlich jetzt fatal, nicht, dass wir den doch nicht kriegen. Sagt Mike, ja, dann gehen wir morgen früh gleich hin und machen das fest. Ja, so war Ostermontag. Wieder zur Rezeption, haben gesagt, wie sieht das aus? Wir wollen den jetzt, also wir haben uns entschieden, wir haben eine Nacht drüber geschlafen, wir wollen den Platz haben. Ja, gleich Karte ausgefüllt, bezahlt und jetzt sind wir hier Dauercamper. Ja, wir sind letzte Woche Donnerstag, kam Mike. Ich hatte Mittwoch ja schon alles abgebaut, das hatte ich ja im letzten Video erzählt, da war das Wetter so schlecht und an dem Mittwoch war das gut. Da haben wir, habe ich gesagt, ich sage, ich baue das jetzt schon ab, warte nicht auf dich, ich sage, das mache ich mit den Kindern schnell alleine. Haben trocken alles zusammengepackt, abgebaut und Donnerstagmittag kam Mike. Dann haben wir den Wohnwagen einfach von da hinten, wo wir gestanden haben. Kann man das ja sehen durchs Fenster. Genau, wir haben da gestanden, neben dem Waschhaus da, da so. Und ja, haben den Wohnwagen dann einfach von da hierher transportiert. Kann ja gleich noch mal ein paar Fotos einblenden. Ja, nun ist natürlich, nun steht er hier. Wir wollten ihn eigentlich noch mit nach Hause nehmen, weil er im Sommer TÜV braucht. Und dann haben wir gesagt, wenn er jetzt sowieso hier stehen bleibt, wir machen die Gasprüfung hier vor Ort im Sommer.
Da ist hier jemand, der das macht. Und TÜV dann im Herbst. Dann holen wir ihn nach Hause, weil da steht er warm und trocken. Genau. Und nun wollen wir mal gucken, dass wir irgendwann mal hier vorne noch Platten neu verlegen. Und dann gucken wir mal, ob das Zelt hier überhaupt hinpasst. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Der Platz sah groß aus. Jetzt, wo der Wohnwagen draufsteht, ist es doch nicht mehr so groß. Wir haben es zwar gemessen alles, aber ja, sonst muss man mal gucken, ob wir ein anderes Zelt kriegen oder ohne Vorzelt hier campen. Der Wohnwagen ist ja groß genug, wir haben ja Platz. Aber schöner ist es natürlich mit Vorzelt. Ich sitze lieber im Vorzelt im Sommer. Genau. Ja, das ist der Ausblick hier. Direkte Sicht aufs Wasser. Perfekt. Jetzt sind wir Dauercamper. Nun ist die Bombe geplatzt. Ja, so schnell kann das gehen. Und werden dieses Jahr nur Videos von Karlsmünde kommen. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wir sind ja sonst auch gerne gereist, aber ja, privat, also beruflich wird sich einiges bei uns wahrscheinlich ändern. Also bei mir nicht, aber bei meinem Mann. Und dann wird das mit dem Fahren wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein, schnell mal irgendwo hinzufahren. Ja, gucken wir mal. Also wir gucken mal, ob sich einiges ändert. Aber erstmal stehen wir hier. Wir werden den Sommer hier verbringen. 6 Wochen Sommerferien in Karlsmünde. Naja, zwischendurch mal nach Hause fahren und dann immer mal wieder her, wenn es passt und wenn das Wetter gut ist. Und das Wetter schlecht ist, kann man eben halt wieder nach Hause fahren. Das ist eben halt das Geile, ne? Dann kann man zu Hause ein bisschen was erledigen und wenn das Wetter wieder gut ist, dann fahren wir wieder hierher. Der Groß hat sowieso keinen Bock mehr. Ja, wenn Familienurlaub ist, dann wird er wahrscheinlich noch mitkommen. Wenn er keinen Bock mehr hat, dann kann man ihn eben halt schnell nach Hause fahren. Das ist natürlich richtig gut. Ja, das war's. Das war das Special. Genau, ich kann jetzt zum Schluss ja noch mal ein paar Bilder einblenden, wie der Platz hier aussieht, wie er vorher aussah und ja, wie er dann nachher irgendwann mal aussieht, wenn wir dann fertig sind. Gucken wir mal. Also wie gesagt, es wird eine enge Kiste. Also der Wohnwagen steht jetzt, also hier ist direkt ein Weg. Da. Hier geht es hoch zum Restaurant. Und hier, also wir haben vielleicht noch 20 cm Luft, um ihn noch weiter rüber zu schieben. Dann haben wir nach vorne mehr Platz. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja nicht so eine Vorzelte wie jetzt zum Beispiel hier unsere Nachbarn da. Die haben hier alle feste Vorzelte. Das ist der Platz von unseren Freunden da. Der. Genau, direkte Nachbarschaft. Das sind ja Schulkollegen von mir. Also mit Steffi bin ich zusammen in eine Klasse gegangen und Krieger ging in unsere Parallelklasse. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die erste Nacht hier genächtigt, bin gestern hier angekommen. Kriegel war so nett und hat mir den Strom hier, wir hatten hier keinen Strom und das Stromkabel haben sie so kurz abgeschnitten. Da hat er uns jetzt eine Dose rangestöpselt, provisorisch erstmal, dass ich hier wenigstens Strom habe im Wagen. Wasser haben wir auch noch nicht, da müssen wir erstmal gucken, wo der Haupthahn hier ist. Der ist irgendwie ein bisschen eingebuddelt. Den müssen wir noch irgendwie mal suchen. Aber ich freue mich sehr. Also. Ich habe die erste Nacht gut geschlafen, wie gesagt, und ich fühle mich hier sehr wohl und sie sind alle sehr nett und sehr hilfsbereit. Und ja, eine Spielmannszugkollegin von mir, die steht hier auch auf dem Platz, ist auch Dauercamperin. Ja, und andere Freunde von uns stehen hier auch. Also hier wird es nicht langweilig, auf jeden Fall. Genau. Ich freue mich sehr und jetzt gibt es Vlogs von Karlsmünde. Also, ich blende jetzt noch mal ein paar Bilder ein und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Versprochen. Also, bis.
Bis demnächst. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben bitte. Abonnieren nicht vergessen. Und dann hoffentlich bis bald. Tschüss.